Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier noch tiefer in das Labor von Umbrella eingedrungen. Schaut euch mal diesen übelsten Komplex hier an, ey. Meine Güte. Und genau, wir waren weiter dabei zu erkunden, haben ein paar neue Gegner gesehen. Habe eine neue geile Waffe gefunden, und zwar den Flammenwerfer, den ich überhaupt nicht mehr kenne. Und genau, wir sind ein paar Pflanzen begegnet beim letzten Mal. Und ich glaube, wir können jetzt hier hinter diese B-Tür. Alles klar, dann machen wir das einfach mal. Diese Wuschtür, die genauso aussieht wie bei Dino Crisis. So, was haben wir denn hier? Haben wir einen langen Gang, ne? Gott, ja, ein lang, richtig langen Gang. Kommt jetzt hier wieder was rausgesprungen? Wir hatten ja beim letzten Mal drei Licker in einem Raum und dann nochmal einen vierten. Ih, was ist das denn da? Oh Gottes Willen. Da ist ein rotes Kraut. Ach, ich hatte mich beim letzten Mal noch gefragt, wann kommt ein rotes Kraut? Hier kommt ein rotes Kraut. Ja, nice. Dann kann ich ja gleich direkt wieder zurückgehen. Oh, schaut mal. P4-Labor. Was zur... Was, da können wir rein? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh. Sind wir hier in so einem Labor? Och du Scheiß. Fest verschlossen. Ha, schaut mal, der leuchtet. Die bekäme ich mit dem passenden Schlüssel bestimmt leicht auf. Und ich, Idiot, hab den Waffenschrankschlüssel vergessen. Okay. Oh Gott, ich will hier auch gar nicht sein. Wartet mal, Freunde. Nee, nee. Gehen wir nochmal hier raus. ich will da gar nicht rein erstmal. Ich möchte erstmal gucken, was hier hinten ist. Das ist aber auch nicht toll, was da wieder das aussieht. Um Gottes Willen. Ihhh. Das ist ein riesiges Ei. Ja, ja. Die Türe ist... Lässt sich mit einer Schließkarte... Was für eine Schließkarte? Hä? Müssen wir jetzt doch in das Labor? Oh Mann, Freunde. Aber... Ja, wartet mal. Ich muss eigentlich den Waffenschrankschlüssel holen. Gut, dann holen wir schnell den Waffenschrankschlüssel, weil ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ohne Scheiß. So. Wir sind ja hier direkt an unserer Kiste. Das ist ja ganz geil eigentlich. So, dann diesen Waffenschrankschlüssel... Gib mir den Waffenschrankschlüssel. Dann wieder schön sortieren hier. Das hat ja auch der Elite-Paar gesagt. Der Elite hat das gesagt, ne? Schön die Ordnung halten. So, lieber Elite, ich halte meine Ordnung. Und genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in das Labor da hinten. Okay. So, das wird jetzt bestimmt gruselig da drin. Weil wenn ich... an der Bohr denke im Keller, da denke ich immer zwangsläufig an Parasite Eve 2 und das war richtig widerlich. So, diese Geräusche hier schon alleine. So, Waffenschrankschlüssel benutzen? Ja, nimm das mal. Wow, was ist das? Magnum-Teile? Was zur... What? Nee. Du willst jetzt noch die Magnum verbessern, Leon? Wie bist du denn drauf? Prüfe. Hallo? Sieht aus wie die Teile einer Magnum. Also das... Leon, du übertreibst gerne. Die Magnum ist doch schon die stärkste Waffe und da willst du sie nochmal modifizieren. Was höre ich denn da? Normale Zombies. Ja gut, aber ich meine... Boah, Wutschtür. Komm mal her. Ich hab Flammenwerfer. Ich kann euch rösten hier. Ich kann die Zombies rösten. Ist der tot? Der ist tot. Brennender Zombie, Freunde. Der ist aber tot, oder? Ja, der ist jetzt tot. Schaut mal. Das hat aber schon 12% gekostet. Ja gut, aber... Ah, das ist aber stylisch. Schaut euch das an. Wir machen jetzt einfach hier die Zombies platt. So, der steht auch nicht mehr auf. Der brennt.
Brutzelzombies. Ja, Zombie, dann komm her. Warte. Ach du Scheiße. Was ist das auch für ein Riesenlabor hier? Oh mein Gott, was wurde hier mit euch veranstaltet? So. Dann verbrenn den mal. Ach Gottes Willen. Ist der tot? Nein. Jetzt ist er tot. So sparen wir uns ein bisschen Muni. Auch wenn wir schon ein Drittel da. Ach du Scheiße. Auch wenn wir schon ein Drittel verballert haben. Aber es hat irgendwie Stil. Die Brutzelzombies hier. Oh Gott. Was ist das für ein Labor hier, Leute? Oh Gottes Willen. Was wurde hier mit euch veranstaltet, Kollegen? Ja. Was wurde hier mit euch veranstaltet? So, was ist da? Verschiedene Chemikalien. Was für Experimente sind hier bloß durchgeführt worden? Oh Gott. Okay, was ist das? Das ist auf jeden Fall noch ein Zombie. Oh Scheiße, die Reichweite von dem Ding ist aber nicht gerade hoch. So, alles klar. Ja, ich hab einen Flammen... Wir haben halt einen Flammenwerfer, ne? Also, um Gottes Willen, ich hatte noch nicht mal getroffen. So eine alternative Waffe ist eigentlich auch mal ganz geil, finde ich. So. Dann verbrenn ihn, los. So. Jetzt ist keiner mehr da. Oh Gott, das ist schon unheimlich gerade hier. Einfach nur das Summen der noch laufenden Maschinen. Das heißt, die machen hier noch was. Ah, schaut mal, Laborschlüssel. Wir haben nur noch 34%, also der Flammenwerfer ist echt schnell leer. Maschine, Chemikalien. Also hier laufen die Maschinen sogar noch. Sieht aus wie der Apparat aus der medizinischen Forschung. Okay. Ich will gar nicht wissen, was hier gemacht wird, Leon. Ich will es gar nicht wissen. Die Zombies, schaut euch die an. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Das ist ein Riesenlabor, aber... Wir haben jetzt die Schließkarte. Und, ich glaube, das war bei Leon sogar das einzige Item, was wir hier haben. Ne? Oh Gott, ich will es nicht wissen, was hier los ist. Boah, ist das ekelig. Okay, dann... Schaut mal hier. Einfach nur so ein Gang. Okay. Noch eine Wuschtür. Oh Gott. Okay, dann geh bitte hier raus. Ich will hier nicht lange sein. Nicht, dass da irgendwas zum Leben erwacht oder so. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Okay. Hier ist kein Gas mehr, ne? Hier unten. Wir hatten ja beim letzten Mal das so ein Gas angemacht. Aber hier kommen jetzt wieder die Motten raus. Aber wir haben ja hier die Schließkarte. Genau, Laborschlüssel benutzt. So, dann geh da rein, Leon. Boah. Boah, was ist das denn jetzt für eine Musik? Das muss doch nicht sein jetzt hier. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie eklig. Oh Gott, mir läuft gerade kalt den Rücken runter. Ohne Scheiß. Boah, ist das widerlich, überall diese... Diese Larven. Was erwartet uns denn hier? Oh Gott, geht's wild. Okay, nutzt den Flammenwerfer einfach. Und verbrenn das Ding. Verbrenn das Ding. Oh Gottes Willen. Oh, eine Riesenlarve hier. Okay, verbrenn es. Brenne. Oh Gott sei Dank. Was? Was denn? Okay. Gott sei Dank. Oh, Leon hält sich. Wir sind im gelben Bereich. Oh, wir haben keine Munition mehr dafür jetzt. Okay. Oh, zum Glück. Ich glaube, dafür war der Flammenwerfer ganz gut. Für dieses Vieh hier. Weil ich glaube, sonst hätten wir extrem viele Schuss gebraucht. Oh, das ist schon echt widerlich. Das ist ein Riesenkäfer. Der hat sich hier ausgebreitet. Oh Gott, und diese Musik hier. Und wir haben keine Muni mehr. Die Muni hat genau gereicht für den Riesenkäfer. Alles klar, Leon, dann
Kriegst du die Larven da weg überhaupt? Ich komme nicht an den Computer ran, ja, Leon, dann schieß die Larven weg. Genau, schieß die Larven weg. Warte mal. Nach unten zielen und bams. Genau. Jetzt kommst du an den Computer ran, Leon. Alles klar. Boah, da war diese Larve drin, ey. Boah, das ist übel. Okay, Computer benutzen. Jo. Umbrella Rodem System. Mitarbeiterregistrierung für den Raumkultur. Ah. Erinnert ihr euch beim letzten Mal? Da hatten wir ja so eine Mitarbeiterregistrierung gesehen. Accessing. Benutzername eingeben. Genau, das ist ja dann Guest gewesen. Ne, in dieser Memo da. Zeige ich euch gleich nochmal. Guest. Wir machen uns mal einen Gastzugang. Bitte Fingerabdruck registrieren lassen. Okay. Dann mach mal. Registrierung abgeschlossen. Gültigkeitsdauer der Gastregistrierung 24 Stunden. Ja, Freunde. Ich zeig's euch. Datei. Wir hatten ja beim letzten Mal tatsächlich hier... wo war es denn? Benutzerregistrierung. Hier war das. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen, ne? Genau, diese Guest-Registrierung in dem Gasraum da oben. Genau, und jetzt haben wir das halt benutzt. Und haben uns mit unseren Fingerabdrücken als Gast registriert hier in diesem Labor. Boah, ich will... geh hier raus. Ich will hier unbedingt raus. Hier haben wir nichts mehr verloren. Und jetzt können wir eigentlich schon da oben auch weitermachen. Ah, geh bloß weg, ey. Ihr ekligen Dinger. Jetzt können wir da oben weitermachen an dieser Schließtüre da oben. Wo wir diese Fingerabdrücke brauchen. Ja, ich weiß, das ist ein sehr sicheres System, was Umbrella hier hat. Wo man sich ja als Gast einfach so... einen Zugang verschaffen kann, aber es ist halt so. Okay, dann kommt das Fahrrad mal bitte hier runter. Soll ich die normale Waffe nochmal mitnehmen? Nee, ich glaube, die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber ich werde mir nochmal in Grün-Rot mischen. Und das dann reintun. So ungefähr. Wartet mal. Ja, wir haben genug Vollheilung hier. So, wunderbar. Dann mische ich mir das um und dann können wir gleich nochmal unsere Magnum modifizieren. Du meine Güte. Das ist ja wirklich heftig mit Leon, ey. Ja, dann verbinde mit Magnum. Jetzt haben wir die Spezial-Magnum. Ach du Heilige. Was haben wir denn hier? DE50AE 10 Zoll, ein 10 Zoll Lauf für die DE50AE. Er kann Dot 50AE Patronen mit mehr Kraft abfeuern. Und wir haben wieder 4 Schuss dazu bekommen. Also das ist echt OP. Freunde, was kommt denn da am Ende? Das ist echt OP mit der Magnum. 32 Schuss auch noch. Also eigentlich brauchen wir die normale Waffe jetzt echt nicht mehr. Ich werde die aber trotzdem nach oben tun. Der Ordnung halber. So. Wie gesagt, die werden wir nicht mehr brauchen jetzt. Und ja, so können wir dann rumrennen. Der Flammenwerfer hat seinen Dienst getan. Für die Riesenlarve da in dem Raum. Und lad dann hier nochmal nach. Und ja, dann haben wir den Bereich hinter uns jetzt quasi erledigt. Da gibt's nichts mehr für uns. Hier unten auch nicht mehr, weil da brauchen wir nämlich so eine Diskette. Wir müssen nämlich jetzt hier oben nochmal hin. Genau da. Da ist noch diese eine Tür. Und da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Und ja, dann kann ich euch jetzt schon sagen, es ist nicht mehr so viel mit Leon. Es ist jetzt wahrscheinlich noch eine Folge hier nach.
Und dann haben wir auch schon das Finale von der ersten Spielhälfte, weil es ist ja noch nicht vorbei, das Spiel. Ach, jetzt hätte ich mich noch heilen können. Verdammt, egal. Sorry, Leon, ich muss dich erstmal ein bisschen so rumlaufen lassen. Wie gesagt, wir haben dann die erste Spielhälfte ja quasi erst. Es kommt ja noch der Claire B-Durchgang. Der kommt ja direkt im Anschluss. So, Riesenpflanze, da sind wir wieder. Aber die macht gar nichts. Das finde ich ganz gut. Die macht nichts. Hier laufen auch gar keine Gegner mehr rum, ne? Also das ist schon ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen zu einfach gerade. Ich meine, wir haben so voll die fett modifizierte Magnum. Aber, naja. Wir haben die Magnum, aber keinen Sinn irgendwie dafür bis jetzt. Weil wir schon mit unserer Shotgun übelst OP sind. Meine Güte, ey. So, wir müssen wieder in die East Area. Und zwar hier... Oder wartet mal, soll ich mich kurz heilen? Nee, kann ich ja nicht. Ich habe ja keine einzelnen Grünen mehr. Ja gut, ist egal. Dann heile ich mich halt hoch, wenn ich rot werde. Also im roten Bereich lande. So rum. So, dann Leon Schließkarte. Hier. Laborschlüssel benutzt. Nutzlos und weg damit. Dieser Schlüssel war tatsächlich nur für zwei Türen. Ganz genau. Und jetzt können wir, aber bevor wir erstmal hier reingehen, hier hinten das machen. Das ist ganz wichtig, Freunde, dass wir das machen. Und zwar hier. Zum Eintritt müssen zwei oder mehr Werksangehörige anwesend sein. Beginn der Überprüfung der Fingerabdrücke. Ja, wir haben uns ja als Gast registriert. So. Fingerabdruck überprüft. Beginn der Überprüfung der zweiten Fingerabdrücke. Ja gut, die haben wir halt noch nicht. Zweiter Benutzer erforderlich. Ich brauche jemanden, der mir beim Öffnen der Türe hilft. Ganz genau. Und das, liebe Freunde, das diente allein zur Vorbereitung... Ach du Scheiße. Zur Vorbereitung für Claire. Damit, wenn Claire hier reinkommt, sie dann hier ihre Fingerabdrücke scannen kann und wir dann in diese Tür kommen. Sonst funktioniert das nicht. Ganz genau. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, was da beim Leon, bei Claire da nochmal ankommt. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal kurz hier rein. Was haben sie denn hier so gesichert? Normale Zombies. Ja, kommt. Das ist mir jetzt scheißegal, ganz ehrlich. Dann schieß ihm den Kopf weg. Wir haben genug Muni. Ganz ehrlich. Erste Hilfe Spray. Schon mal gut. Was haben wir da noch? Magnum? Magnum. Ach, wie krass, Freunde. Wir werden hier echt auf irgendwas vorbereitet. So, wir haben ja so einen ekligen OP-Raum oder sowas. Noch mehr Zombies. Guck, schaut euch die mal an mit dem Wissenschaftskittel. So, schießt ihnen den Kopf weg, Leon. Sogar beiden. Schaut euch das an. Sogar beiden gleichzeitig den Kopf weggeschossen hier. So, bam. Richtig geil. So, okay, was haben wir denn hier? Richtig eklige Zombies natürlich. Was ist das? Ein Lichtschalter. Ah. Knopf drücken, ja, mach mal. Ui. Was ist das denn für ein Gerät da? Das sieht ziemlich futuristisch aus. Aktivator für Impfgrundstoffsynthese. Oh Gott, überall Impfungen. Aber krass, ja, das ist für den G-Virus scheinbar hier. Diese Geschichte. Und vielleicht... Ich weiß halt nicht, ob sie hier auch ein Gegenmittel am Forschen waren gegen diese Zombie-Herden. Ne, man weiß es ja nicht. Aber ja, das wäre interessant zu wissen. Aber dann wäre auch Resident Evil eigentlich zu kurz. So, da ist noch irgendwas. Was liegt denn da noch für uns? Die Modisk. Ach nein. Jetzt kommen wir auch da oben raus.
Haha, okay. Aber diesmal nur eine, keine drei. Und das sieht schon ziemlich eklig aus, dieser Experimentierraum. Aber Gott sei Dank müssen wir hier nicht mehr bleiben. Wir haben alles, was wir brauchen, um weiterzukommen. Gut, wir haben hier nichts mehr zu tun. Gut, Leon, dann geh wieder raus. Ich meine, ja. Dann können wir jetzt ja wieder unten weiter, wieder runterlaufen. Wow! You! Annette! You murdered my husband! I know what you're looking for! You came for the T-Virus, didn't you? But you'll never take it from me! This is my husband's legacy! Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? Oh Gott, Ruckel. Weh, Annette. Eieieiei. Ja, war klar, dass. Oh! Wir haben den G-Virus von ihr. Oha. Krass. Ui. Eieieiei, Freunde, jetzt geht's aber ab hier. Oh, boah, hört euch diese Musik an. Oder machen wir doch Finale? Ich weiß es nicht. Annette, ja, sie ist hier gestorben, scheinbar. Auf einmal gab es hier ein Erdbeben und oh Mann. Die Selbstzerstörungssequenz wurde wieder aktiviert. Das kennen wir doch irgendwoher. Boah, hört euch diese Musik an, Freunde. Das ist richtig geil gerade. Das ist ja richtig geil gerade. Oh, Hammer, Freunde. Richtig Hammer. Ui, was? Ada, Spionin? Oder was hier? I've been waiting for you, Leon. Ja, war so klar. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. What? Boah. Ich wollte gerade sagen, Ada, du bist doch eine gute. Ada! Ada! I got you! Don't give up! Everything. Goodbye.
Scheiße. Annette hat mit ihrem letzten Schuss Ada gekillt. Also, ja. Schmeiß weg. Coole Aktion, Leon. Ja, Freunde. Ada Wong ist von uns gegangen. Also für den Moment. Ich weiß, ihr wisst ja, was mit Ada passiert. Aber für den Moment ist sie tot. Und ja, sie hat am Ende eingesehen, dass das eine blöde Sache war mit dem Spion-Kram. Aber naja, es hat ihr im Prinzip das Leben gekostet, weil Annette es doch irgendwie hierhin geschafft hat. Und sie hat sie abgeschossen. Ja, das ist Adas Waffe. Es sind keine Patronen mehr im Magazin. Das heißt, sie hätte uns eh nicht erschossen. Okay, Annette. Was hat sie bloß dazu getrieben? Ja, Annette war besessen von ihrem Ehemann und dem G-Virus. Oh Mann, was eine traurige Szene. Also ich bin echt erschüttert. Aber ja, Freunde, nichtsdestotrotz, es muss irgendwie weitergehen. Der Alarm, er ist noch am läuten. Aber Freunde, ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen und wie es hier dann weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wir müssen beim nächsten Mal nämlich einfach nur noch hier raus, am besten mit Claire zusammen. Und dazu müssen wir... Wartet mal, was ist denn da oben noch? Da oben ist doch noch eine Tür. Das will ich jetzt noch kurz wissen. Sorry, Freunde, aber das will ich jetzt noch kurz wissen. Was ist denn da oben noch für eine Tür? So, das möchte ich noch kurz wissen. Kommen wir da überhaupt hin? Jetzt kommt nämlich wieder die krasse Musik hier. Bin ich hier richtig? Ja, toll, ich bin falsch ge... Ach, verdammt. Ich bin total falsch gelaufen hier. Ach, Mann. Aber jetzt ist schon mal diese traurige Musik weg. Das ist doch auch schon mal ein bisschen was wert. Allerdings, Freunde, Finale, wie gesagt, sehen wir beim nächsten Mal. Es tut mir leid, ich muss euch noch einmal vertrösten, tatsächlich. Weil das würde sonst die Folge sprengen. Und, es ist ja nicht wirklich das Finale. Was so? Ach du! Was machen jetzt die nackten Zombies hier? Ach du Heilige! Nackte Zombies! Ich kann euch aber töten, oder? Und schieß ihm den Kopf weg, Leon. Oh mein Gott. Oh, hört euch diese Mucke an. Diese Mucke ist so geil. Knall ihn allen den Kopf weg, Leon. Den auch. Boah, Gott sei Dank. Schon 5 nackte Zombies hier. Was machen die denn hier noch? Oh mein Gott. Oh, was haben wir hier? Ein Lift. Der Schalter funktioniert nicht. Er ist lange nicht benutzt worden. Haha, lustig. Okay, alles klar. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, bereiten wir uns noch kurz für das Finale vor, beziehungsweise das mache ich dann beim nächsten Mal. Gut, haben wir doch mal die nackten Zombies hier gesehen. Ist das nicht geil? Alles klar, Freunde. Nee, ich bereite mich jetzt vor. Wir haben die Mo-Disc, das ist gut. Die Magnum, die kommt beim nächsten, die kommt rein. Definitiv. Das Heilspray brauche ich nicht mehr. Ich nehme noch eine Heilung mit. Und dann sollte das eigentlich passen. Jo, Freunde. Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Nein, ach, was soll denn das? Ich bin schon total rattelig hier, aber das müssen wir auch beim nächsten Mal machen. Nein, Leon, jetzt hör auf. Hör auf, Leon. So.
Schreibmaschine. Speicher das nochmal. Boah, diese Musik. Richtig episch, oder? Richtig episch. Leon A. So. 06. Der Wachraum. Okay, alles klar. Gut. Dann. Ich werde ihn nochmal kurz heilen. Auch wenn es eine Verschwendung vom blauen Kraut ist, aber ich will ihn voll geheilt haben, wenn es ins Finale geht. Jetzt werde ich auch die Ordnung sein lassen, weil es wird das letzte Mal sein, dass wir jetzt eine Kiste... Was? Wie jetzt? Warum bin ich denn immer noch gelb? Leon? Dann mache ich erstmal richtig Kräuterverschwendung. Ich will, dass du voll geheilt bist. So, alles klar, weil wir haben ja noch genug Heilung. So, boah, ich bin nervös, Freunde. Ich bin echt nervös jetzt hier. Komm, macht noch die Ordnung. So. Ja, ihr seht's, ich bin nervös. Finale beim nächsten Mal hier. So. Gut, so können wir bleiben. Das Ventilgriff, ja, okay. Dann hatten wir am Ende tatsächlich 1, 2, 3, 4, 3,5, 4, 5, 6, 8, 9, 6 Heilkräuter, oh mein Gott. Und so sieht es dann am Ende aus. Oh, gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir die Magnum drin. Wir haben die Magnum drin. Alles klar. Gut, Freunde, dann würde ich dann sagen, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Großes Finale von der ersten Hälfte. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like und ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter in den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.